So, da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen, meine Damen und Herren. Wir haben ja ein großes Jubiläum zu feiern. Da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen. WDR! So! 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 So, da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen. Oder haben Sie es am Knie? Oder sind Sie Grieche? Oder sind Sie Campingurlauber? Oder sind Sie in der FDP? Oh. Herzlich willkommen zu den Mitternachtsspitzeln aus dem Wartesaal am Dom. Ah, wir freuen uns. Ha. Herbert Knievels Affentheater. Jux. So. Oh, ist das schön. Ist das herrlich. So. Da wollen wir uns mal einen schönen Abend machen. 30 Jahre Mitternachtsspitzen, was für eine Zeit. Ich kann mich noch an die erste Sendung erinnern. Damals war ich 5. 1988. Damals schickte sich Bayern München an, wieder deutscher Meister zu werden. Die CDU hatte ewig lang das Kanzleramt inne. Und Ostdeutsche und Westdeutsche waren zwei komplett unterschiedliche Völker. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Obwohl, im Grunde ist es schon so, ne? Und damals startete Richard Rogler und widersprach dem Herrn Rundfunkrat. Und dann überschlugen sich die Erfolge. Schon nach wenigen Sendungen war die Mauer weg. Ne? Dann der Gorbatschow, dann der Kohl, dann der Jelzin, dann der Schröder, dann der Gottschalk, dann der Papst, dann das heiligste Sakrament der Fernsehnation. Jetzt auch Vater Beimer. Ne? Und jetzt kommt noch das Heiligste überhaupt, die Zeitumstellung. Sommerzeit, Winterzeit, alles weg. Ne? Nur uns gibt es noch. Wir haben die Republik mitgeprägt. Viele, die heute 30 Jahre alt sind, wurden während der Mitternachtsspitzen gezeugt. Ne? Ja, früher waren ja die Nummern hier auf der Bühne so lang, da konnte man auch vom Fernseher mal 10 Minuten was anderes machen. Nicht? Und dann wieder einsteigen. Aber 30 Jahre, das kann doch eigentlich gar nicht sein, denke ich immer. Wie kommt das, eine Sendung 30 Jahre existiert? Ich glaube ja, da gibt es im WDR so eine Abteilung für Fernsehflurbereinigung. Nicht? Die legt Sendungen zum Beispiel zusammen, wie Hier und Heute. Ne? Oder Presse und Club, das hat sich bewährt. Oder schaffen auch mal welche ab. Ne? Ja, dass wir hier nach 30 Jahren immer noch da sind, muss doch einen Grund haben. Wahrscheinlich, dass diese Abteilung für Flurbereinigung uns gar nicht kennt. Hm? Immer wenn wir senden, da gucken die gerade nicht. Ne? Aber ich freue mich auch für die Leute, denen wir diesen langen Erfolg verdanken. Und denen möchte ich jetzt hier einmal Danke sagen. Zunächst mal der FDP. Ne? Mindestens die Hälfte der 30 Jahre haben wir uns an denen abgearbeitet. Dann waren die tot, nicht? Und sind aber dann letztes Jahr mit einem neuen Messias wieder auferstanden. Wie Jesus, nur mit Haartransplantation. Können Sie sich erinnern, die hatten wieder Power, die wollten Deutschland erneuern. Die waren wie präpotente Hunde, die das Bein heben und wieder in Deutschland ihr Revier markieren wollten. Gut, leider kannten sie den Unterschied nicht zwischen Revier markieren und sich verpissen. Aber heute müssen wir uns auch bei den Kirchen bedanken. 30 Jahre haben wir mit denen satirisch hervorragend zusammengearbeitet. So eng, dass sie sogar ihren Dom in unsere Kulisse reingebaut haben. Und vor allem auch bei jeder Sendung für uns beleuchten, ne? Das hat uns was gebracht.
Und denen, den Kirchen, geht es ja besser als je zuvor. Die hatten dieses Jahr die höchsten Steuereinnahmen aller Zeiten. Fast 12 Milliarden Euro. 12 Milliarden. Nur in Deutschland. Dabei heißt es doch in der Bibel immer, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Ich habe gehört, die Kirche investiert jetzt inzwischen in Genforschung. Sie will bald so kleine Kamele hinkriegen. Und neuerdings müssen wir uns ja auch mal bei der AfD bedanken. Gut, zwischen AfD und Mitternachtsspitzen gibt es Unterschiede. Wir hatten in den 30 Jahren etwa 2500 Themen, die AfD hat nur eins. Mehr hat der Laden nicht zu bieten. Gut, die machen im Parlament von sich reden. Allein im Bundestag sind 7 AfD-Abgeordnete verurteilte Straftäter. Und das ist eben die Vision dieser Partei von Deutschland. Nicht? Kriminelle Ausländer werden abgeschoben, kriminelle Inländer werden abgeordnet. Natürlich hat sich auch für uns in letzter Zeit einiges verändert. Seit Erstarken des Rechtspöbelismus müssen wir uns von der Attitüde der Anfangsjahre verabschieden, eigentlich gegen den Staat zu sein. Jetzt müssen wir ihn verteidigen. Und wie? Na, durch beißende Kritik an seinen Feinden, von AfD bis RWE. Und wenn es sein muss, weitere 30 Jahre lang. Deswegen schalten wir jetzt zu unserem Haus- und Hofpoeten in den Schlamm von Deppendorf. Herzlich willkommen. Hallo Jürgen. Hallo Jürgen, herzlichen Glückwunsch zu 30 Jahren mit den Spitzen. Ich habe natürlich ein Geschenk für dich. Ach, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was ist es denn? Ein Gedicht. Mein großes Mitternachtsspitzen-Jubiläumsgedicht, ein Lob- und Preisgedicht in 30 Zeilen über die Unverwüstlichkeit des rheinischen Humors. Titel: Wer über sich selbst lachen tät, der hört überhaupt nicht mehr auf zu lachen. Im Halse steckt das Lachen, das will partout nicht raus. Das Bonbon knallt mit Krachen, im Saal schallt der Applaus. Ha, die Mutti liedert, Cheerio, Klamotte aus Krawall. Ein Mops platzt aus dem Paletot, dann rumst es Knall auf Fall. Na, zieht's im Hirn, krepiert's im Rohr, Potz, Pütz, es wächst Humor, Tumor. Heil, Hammel, Gestammel, es zwirkt ein Zwerg, Gott mit Stock aus Brezelberg. Im falschen Film der falsche Mann. Wer stört da grunzend beim Gebet? Die Tante Emma schmeißt sich ran. Ihr hat ein Schelm den Kopf verdreht. Drum Sanctus, Sanctus, Spiritus. Wer ist im Dom die dürfste Nuss? Im Korb, da kräht ein geiler Hahn. Es ist der Stimmungstaliban. Ich lach mich rund, ich lach mich eckig, ich lach mich schlapp, ich lach mich schäckig. Witz und Witz, ein Wahnsinnsknüller, Lokus, Jokus, welch ein Brüller. Und weiter geht die Jux-Parade, travestierte Maskerade. Prima, prima, Zeit wird heiß, Tassen hoch, was soll der Geist? Ist das jetzt die Weltenwende? Katastrophe, kurz vor Ende? Nichts da, ist das Brot auch leck? Ein schaler Scherz, der letzte Gag. Dann rette sich, wer kann, und nichts weg. So schlägt dann irgendwann die letzte Stunde. Und lauthals lachend geht die Welt zugrunde. Komm, zünd noch ein paar bunte Jux-Raketen. Dann stirbt das Lachen und dann heißt es beten. Damit zurück zu euch Feierbiestern im frisch jubilierten Wartesaal. Dank an unser Mann, dem Schlamm von Deppendorf. Ja, nach 30 Jahren muss man sich fragen, was ist nur immer los in Sachsen? Sachsen ist doch so ein tolles Land, ein Land, das wir lieben. Wie viele bedeutende Menschen hat uns Sachsen nach der deutschen Einheit geschenkt? Michael Ballack. Und das sind nur 3 Beispiele, nicht? Früher kannte man Sachsen doch nur von diesen netten Rauchmännchen zu Weihnachten. Da ahnte man nicht, dass der Rauch von Molotow-Cocktails kommt. Trotz dem grandiosen Konzert Wir sind mehr kriegt man die Minderbemittelten doch nicht mehr aus dem Kopf. Ein rechter Mob läuft da ungehindert über die Straße. Die Nazis konnten innerhalb kürzester Zeit tausende Leute zusammentrommeln. Aber die Polizei nicht. Warum können die Nazis Dinge, die die Polizei nicht hinkriegt?
Das sind doch in Sachsen oft die gleichen Leute. Und vielleicht war das ja auch das Problem, Einsatz gegen Rechtsradikale. Ich habe gehört, viele Polizisten haben stundenlang versucht, sich selbst zu umstellen. Das Schlimmste ist natürlich, dass man die Rechten gewähren lässt, wie die CDU. Ministerpräsident Kretschmer meinte jetzt, es gab keinen Mob und keine Hetze gegen Ausländer in Chemnitz. Und noch letztes Jahr sagte der ehemalige Ministerpräsident Tillich, Pegida und Co. wären einfach Bürgerproteste wie bei Stuttgart 21. Ja, aber da gibt es schon Unterschiede. In Stuttgart ist der Bahnhof unterirdisch, in Sachsen seit Jahren der Ministerpräsident. Nicht? Ich meine, vielleicht brauchen wir auch mehr klare Kante gegen rechts und nicht damit kuscheln. Und vielleicht sollte Horst Seehofer, statt sich an die AfD ranzuschmeißen wie jetzt wieder, lieber mal seinen BAMF mit mehr Leuten ausstatten. Denn viele Abschiebungen sind sinnlos. Aber es kann auch nicht sein, dass die Behörden so lahm sind, dass man gefährliche und schon ausgewiesene Straftäter nicht abschieben kann. Abschleppen schaffen die Behörden bei mir immer in 30 Minuten. Ne? Beim Falschparken. Der Ausgangspunkt der Krawalle war ja ein Mord am Wochenende. Ein Deutscher wurde vermutlich von einem Iraker und einem Syrer niedergestochen, was widerlich ist und von der Polizei verfolgt wird. Wie jeder Mord in Deutschland. Fast gleichzeitig hat aber zum Beispiel ein 74 Jahre alter deutscher Rentner einen anderen 77 Jahre alten deutschen Rentner in Sachsen überfahren, weil er sich in einer Schlange vorgedrängelt hat. Komischerweise gab es aber keine Anti-Rentner-Demos in Sachsen. Keiner schreit Rentner raus, keiner fordert die Abschiebung aller Rentner in den Irak, wobei das für die Entwicklung der Rentenversicherung sicher ein Schritt nach vorne wäre. Aber ich denke, man darf jetzt auch nicht die ganze Zeit auf die Sachsen einprügeln. Das verschärft den Konflikt ja nur. Vielleicht sollte man auch mal auf die Sachsen zugehen. Die Mutigen von uns sogar unbewaffnet. Denn von Sachsen hängt viel ab. Vielleicht die Zukunft Deutschlands. Nächstes Jahr ist da Landtagswahl. Und es kann sein, dass die AfD da stärkste Partei wird. Wer soll denn dann regieren? In der CDU wird ja schon ernsthaft überlegt, auch Koalitionen mit den Linken einzugehen, damit man überhaupt noch Mehrheiten bekommt. Ehrlich, da muss man sich mal vorstellen, die CDU koaliert mit den Linken. Geht das? Passt Angela Merkel überhaupt noch in die alte FDJ-Uniform? Um das herauszufinden, überprüfen wir nun die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie im digitalen Zeitalter an einem ganz anderen Beispiel. Und das kann keiner besser als unser Mann fürs Feine. Herzlich willkommen in unserer Jubiläumssendung, Tobias Mann. Hallo. Schönen guten Abend. Hallo. Vielen Dank, Jürgen. Dankeschön. Vielen Dank. Ganz lieb von Ihnen. Danke. Freue mich, hier zu sein. Dankeschön. Kurze Frage vorweg. Beteiligen Sie sich an Online-Diskussionen? Diskutieren Sie online im Internet? Internet ist aber bekannt. Ja, ich frage nur, ich spiele manchmal in der Eifel. Und kleiner Scherz, ich weiß, in der Eifel wird mittlerweile gefaxt. Nein. Ich finde ja Internet-Diskussionen höchst interessant. Vor allem auch Online-Kommentare zu meinen Auftritten. Da nehme ich für mich persönlich so viel mit. Ja, wenn man so wie heute im Fernsehen spielt und hinterher schreibt einer auf Facebook, zum Lachen zu unlustig und zum Wichsen zu hässlich. Das ist doch, da nimmst du doch was mit. Ja, oder konstruktive Kritik hinterher, geh sterben, du Spast. Ja, das sind wertvolle Anregungen. Das Netz ist ein wichtiger Ort, weil Menschen ständig und überall, zum Beispiel via Smartphone, gesellschaftliche oder politische Themen besprechen können. Und zugegeben, da geht's auch manchmal heiß her. Gerade vor ein paar Tagen gab es wieder eine kontroverse Diskussion, eine Meldung, wurde kontrovers diskutiert. Haben Sie vielleicht gehört, die Landesregierung von NRW hatte bekannt gegeben, dass zwar Erdbeer- und Vanillemilch aus der Subventionierung von Schulverpflegung gestrichen werden, Kakao aber weiterhin subventioniert bleibt. Und das haben Verbraucherschützer kritisiert, weil sie sagen, ja Mensch, aber auch im Kakao ist doch viel Zucker drin. Und das Ministerium hat das aber gut begründet. Die haben gesagt, Kakao ist wichtig für die Kinder, die für Milch pur nicht zu begeistern sind.
Also ich finde, nach der Logik sollte man auch Bananasplit subventionieren. Aber darum geht es jetzt nicht. Ne? Die Schlagzeile war, Kakao bleibt subventioniert, Verbraucherverband übt Kritik. Und was daraufhin im Netz passiert ist, das war eine archetypische Online-Diskussion. Exakt so läuft das im Netz im Prinzip bei jedem Thema immer ab. Ich habe das mal anhand dieses Kakao-Diskurses wissenschaftlich analysiert. Artikel geht online. 15 Sekunden später beginnt Eskalationsstufe 1, genannt Grundsatzdiskussion, mit Kommentaren wie, das interessiert doch niemand, oder persönlicher, habt ihr sonst keine Probleme. Wer dabei ihr ist, bleibt zunächst unklar. Dann folgt Stufe 2, Medienkritik. Ja, ist denn schon wieder Sommerloch? Oder in Afghanistan ist Krieg und ihr berichtet über Kakao, Hashtag kein Kaba in Kabul. Zurück zum Thema kommt dann wieder bei Stufe 3, die sogenannte Erfahrungsschatzphase oder A-Priori-Diskussion. Wir haben früher auch Kakao getrunken. Hat's uns geschadet? Bei manchen Profilbildern will man antworten, vielleicht. Man hat aber keine Zeit, denn Stufe 3 ist sehr intensiv. Was haben wir früher für Zucker gegessen und haben's dennoch überlebt? Frappierende Logik, oder? Deswegen sollten wir vielleicht mal wieder mit Asbest bauen. Naja, Nebenschauplatz 1 wird eröffnet. Zeit für Sarkasmus und Humor. Die sollten lieber Cola subventionieren, dann sind die Schüler wenigstens morgens wach. Tränen, lachende Smiley. Parallel dazu öffnet sich Nebenschauplatz 2, Wissenschaft und Ähnliches. Milch ist eh ungesund, sagt wer? Quelle, 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 Gegenquelle, 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 Quelle, Gegenquelle, Gegenquelle, Quelle, 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 Gegenquelle, Gegenquelle. Das geht so lang weiter, bis ein Diskussion. Fragt, ja, denkt denn keiner an die Kühe? Klingt lustig, ist aber, wenn man mal drüber nachdenkt, so von wegen Massentierhaltung, gar kein schlechter Einwand. Dennoch beginnt damit Stufe 4, Weltanschauung und Zustandsanalyse. Weiter so, liebe NRW-Regierung, lasst euch nicht von diesen Ernährungstaliban kirre machen. Oder auch, da hat die Politik ausnahmsweise mal recht. Schluss mit dem Gesundheitswahnsinn beim Essen. Daran schließt sich direkt Stufe 5 an. Lagerbildung. Ja, was wollen die uns denn noch alles verbieten? Wer die sind, immer noch unklar. Stufe 6, Vernunft und Entspannung, da will mancher sachlich zum Thema zurück. Leute, es geht doch gar nicht um Verbote, sondern einfach nur darum, ob Zucker, von dem Kinder eh schon zu viel essen, auch noch staatlich gefördert werden muss. Postwenden wird retourniert mit einer Kombination der Stufen 1, 2 und 3 mit eingeschobenem Bonmot, frei nach Klaus Wowereit. Blödsinn! Habt ihr sonst keine Probleme? Wir haben früher auch Kakao getrunken und das war auch gut so! Es folgt die WLM-DGU-Phase. Wütend laut und mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ab jetzt hagelt es Großbuchstaben und Ausrufezeichen. Nur von ein paar Einsen unterbrochen, wenn jemand in seiner Wut die Großstelltaste nicht richtig getroffen hat. Ganz wichtig in dieser Phase, die Rechtschreibprüfung wird abgeschaltet. Komplett. Jetzt schlägt's aber 13. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Ausrufezeichen. Die machen unser Land kaputt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, 1, 1, 1. Unklar immer noch, wer die sind. Ebenfalls unklar, worum es genau jetzt gerade geht. Keine Zeit, drüber nachzudenken, denn auch Nebenschauplatz Nummer 2 ist in der WLM-DGU-Phase angekommen. Ein Diskussionsteilnehmer mit Laktoseintoleranz ist zwischen die Fronten militanter Milchgegner und aggressiver Milchbefürworter geraten, die sich fortan mit den Hashtags Mu und No Mu bekriegen. In der Hauptdiskussion kommt nun die Stufe PDFA, die Phase der freien Assoziation. Wieder so eine links-grün versiffte Scheißidee. 111, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Kotz. Kotz natürlich mit S. Also vor dem T. Ja. Und weiter geht's. Ich trinke weiter Milch und esse sogar Negerküsse. Ein Hinweis auf das Abweichen vom Thema wird beherzt ignoriert und Zustimmung bekundet. Ich lass mir doch von diesen politisch korrekten Gutmenschen nicht mein Zigeunerschnitzel nehmen. Die Frage, wer die ist, ist endlich geklärt. Politisch korrekte linksgrün versiffte Gutmenschen. Aus dem Nichts folgt eine geografische Frage. In welchem Land leben wir denn? Fragezeichen, 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 Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Dann folgt das sogenannte Explosionsargument, das die Diskussion vollends eskalieren lässt. Fehlt ja in der Schule nur noch ein Veggie Day! Veggie Day! Daumen runter, Kotzmeini, Kacksmeini. Ab jetzt werden vermutlich Tastaturen beim Tippen zerstört. Erst nehmen sie den Kindern das Schweinefleisch weg und jetzt das. Stufe 8 beginnt die sogenannte Phase der Endironie. Die unbequeme Meinung wird kunstvoll mit ironischen Aperçus kaschiert. Man muss ja jetzt Rücksicht nehmen auf Merkels Gäste. Sind ja alles Fachkräfte. Dann der Epilog und das Fazit.
Erst Schwein, dann Milch, dann wir. Deutschland schafft sich ab. Danke, Merkel. Und was lernen wir aus dieser Diskussion? Nix. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Online-Kommentare zu meinem Auftritt. Tschüss. Unterwegs ist ein Programm Chaos. Tobias Mann. Danke, dass du da warst. Ja. Als die Mitternachtsspitzen auf Sendung gingen, war er gerade in der Pubertät. Er meinte eben, 30 Jahre wirken auf mich wie eine Ewigkeit. Und da die Religionen fast immer damit werben, muss doch jetzt die Frage erlaubt sein. Ist das ewige Leben überhaupt attraktiv? Die ersten 30 Millionen Jahre mögen ja noch ganz nett sein. Ne? Aber in 100 Billionen Jahren hängen wir da oben sagen, furchtbar, dass jed und jed nicht vorbei. Woody Allen hat uns gewarnt. Die Ewigkeit zieht sich, vor allem gegen Ende hin. Aber wir haben hier in unserer Jubiläumssendung ja die einmalige Chance, zwei zu beobachten, die es wissen müssen. Live in Heaven, Loki und Smokey! Loki? Ja, Helmut? Frag mich mal was. Ja, was denn, Helmut? Irgendwas. Helmut? Hast du hier im Himmel eigentlich schon mal den Jesus gesehen? Natürlich, Loki, regelmäßig. Es ist mir wichtig, die eigenen Kinder zu treffen. Und den lieben Gott? Den habe ich auch getroffen. Er hatte wie immer eine Frage an mich. Hm? Er wollte wissen, wie lange die Ewigkeit dauert. Ja, und konntest du es ihm erklären? Natürlich. Während meiner Erklärung hat er sie sogar erlebt. Aber Helmut, Helmut... Helmut, ist im Himmel nicht auch so langweilig? Den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Nur der Schall der himmlischen Heerscharen. Ja. Nur Schall, Schall, Schall. Nicht nur, Loki. Seit wir hier sind, ist es auch Schall und Rauch. Ja. Und in der Kantine gibt's jeden Tag nur Hostien. Haben die nicht letztens diese leckere Frikadelle gekocht? Ja, die haben die nicht gekocht, die hast du mir ans Ohr gelabert. Na gut, es ist hier ein wenig langweilig, aber dafür habe ich dir bei Gott 200 Treibhäuser organisiert. Hm? Mit Pflanzen, die du doch so liebst. Eine Pflanze, Helmut, eine Pflanze. Tabak. Ja? Ach, hier ist so öde, wenn jahrhundertelang nichts Spannendes passiert. Helmut, ist das der Himmel? Nein, das ist die Lindenstraße. Ah. Außerdem, ich habe ja zu tun. Hm. Ich gebe Bach Klavierunterricht. Oh. Ich gebe Cäsar Lateinnachhilfe. Und ich fliege nächste Woche für einen Tag als Engel auf die Erde. Helmut! Du fliegst auf die Erde? Ja, kannst du das denn? Ich habe schon Flugversuche unternommen und das klappt gut. Bis auf ein kleines technisches Problem. Na, welches? Immer, wenn ich huste, fallen automatisch Sauerstoffmasken von der Decke. Aber Helmut, du willst doch da unten nicht etwa diese Frau treffen, die du immer mit dem Fernglas beobachtest und so erotisch findest. Loki, ich finde nicht die Frau erotisch, nur ihren Namen. Ja, wie heißt die denn? Carmen Nebel. Ja. Außerdem will ich in Deutschland für Ordnung sorgen und als Geist in die Gehirne von einigen Leuten reinfahren. In welche? Zuerst in das von Alexander Dobrindt. Da habe ich am meisten Platz zum Koffer abstellen. Und dann... Und dann reise ich weiter zu Söder und Seehofer
und lasse sie die Abtrennung Bayerns von Deutschland verkünden. Ach, und dann dürfen die Bayern nicht mehr mitreden? Nur wenn sie dafür Maut bezahlen. Hm. Und dann reise ich weiter in das Gehirn von Andrea Nahles und rette die SPD. Helmut, da willst du hin? Loki, Andrea Nahles ist gar nicht schlecht. Aha. Man braucht nur zwei Dinge und sie ist eine tolle Politikerin. Na, welche zwei Dinge denn? Oropax. Ach. Und dann fahre ich noch nach Russland in Wladimir Putin und mache ihn zum Demokraten. Ja, wie kommst du denn in den Kopf von Putin überhaupt rein? Übers Ohr. Aha. Gerhard Schröder hat es von der anderen Seite probiert. Also anal, ist aber nicht weit gekommen. Oh, ja. Und dann fahre ich noch weiter in alle Politiker Europas. Oh. Erhalte die EU und treffe unseren letzten Freund, der noch so viel raucht wie wir. Ach, den Ätner. Genau. Und dann fahre ich noch nach Amerika. Nach Amerika. Loki nach China. Ja, nach China. Nach Afrika. Nach Afrika. Und rette die ganze Erde. In einem Tag, Helmut, bist du denn mental darauf vorbereitet? Mental nicht, aber Menthol. Hm. Ich muss es schaffen, denn die Lage ist ernst, Loki. Ja. Die Welt steht im Moment da, wo sie niemals, jemals stehen sollte. Und wo steht sie? Auf der Kippe. Ach, Helmut! Wilfried Schmickler und Uwe Lücko sind Loki und Smokey. Und obwohl Helmut Schmidt als größter Schlot von uns gegangen ist, ist der Klimawandel in vollem Gange. Und das hat man ja diesen Sommer auch gespürt. Der heißeste Sommer in der Geschichte der Mitternachtsspitzen. Was für eine Hitze. Mein Nachbar hat mir erzählt, wenn er seiner Frau diesen Sommer was ins Ohr flüstern sollte, was sie anmacht, hat er Nieselregen gesagt. Hm. Viele Unternehmen hatten ja schon die Kleidervorschriften gelockert. Sogar die Gewerkschaften haben tatsächlich gefordert, dass man im Sommer auch knapp bekleidet zur Arbeit kommen darf. Ja, 10 nackte Friseusen, das ist kein Ballermann-Hit mehr, das ist jetzt eine Forderung von Verdi. Denn alle regieren auf den Klimawandel, auch die Medizin. Ärzte gehen davon aus, dass von immer heißerem Klima in den nächsten Jahren die meisten Todesfälle in Deutschland ausgehen. Und zwar Herz-Kreislauf-Probleme, Hitzschläge und Löwenbisse. In Brandenburg brannten durch den Klimawandel riesige Wälder weg. Aber dagegen will man ja nun was tun. Der größte Umweltverband Deutschland will da was gegen tun. Das ist ja RWE, kennen Sie die? Ja? Die heizen mit ihren Braunkohlekraftwerken den Klimawandel so dermaßen an. Das ist ja der Turbo, nicht? Und die wollen jetzt für die dreckige Kohle den Hambacher Forst endgültig zerstören. Einen 12.000 Jahre alten Wald. Klar, das ist ja die Logik vom RWE. Bevor die Wälder durch den Klimawandel brennen, baggern wir sie sicherheitshalber lieber gleich weg. Und durch die Große Koalition ist Deutschland bald Schlusspflicht beim Klimaschutz. 7 der 10 dreckigsten Kohlekraftwerke Europas stehen in Deutschland. Ja, das Einzige, was in Europa noch mehr Dreck ausstößt, ist der Eurovision Song Contest. Aber weder die Bundesregierung noch die Landesregierung tun was dagegen. Dabei braucht man die Braunkohle doch ja nicht mehr. Im Gegenteil, es gibt genug Ökostrom. Und durch die Kohlekraftwerke wird so viel überflüssiger Strom erzeugt, dass zum Teil die Windkraftanlagen gedrosselt werden, weil sonst zu viel Strom in den Leitungen ist. Und das ist das zweite Problem. Der Ausbau der Stromnetze geht überhaupt nicht voran, weil die Bayern keine Strommasten wollen, weil das die Landschaft verschandelt. Und ich kann es verstehen, noch zusätzliche Masten in einem Land, wo es schon so viele Vollpfosten gibt. Ne? Aber nein, das heißt, man kriegt den Strom nicht von Norddeutschland, wo er entsteht, nach Bayern. Und wohin führt das? Irgendwann ist die Kohlekraft vielleicht doch am Ende und die Netze sind nicht fertig. Und dann steht Bayern ohne Strom da. Und was dann? Kein Telefon, kein Fernsehen. Es wird Millionen bayerische Stromflüchtlinge Richtung Norden gehen.
Ne? Und irgendwie habe ich immer dieses Bild im Kopf, wie die Norddeutschen hier auf der Höhe von Köln die Grenze dicht machen. Und ich weiß auch nicht, warum ich dann immer lächeln muss. Ja, aber auch daran sieht man, wie viel sich in 30 Jahren veränderte. Vor gut einem Jahr postulierte Alice Weidel, die Political Correctness gehöre auf den Müllhaufen der Geschichte. Daraufhin konterte mein exzellenter Kollege Christian Ehring, da hat sie doch recht, die alte Nazi-Schlampe. Ne? Da war aber das Geschrei groß bei den Rechtspopulisten. Die zogen sogar vor Gericht, haben zwar gegen den NDR und Extra 3 verloren, aber der Fall zeigt doch das Problem. Die Rechten kloppen Wahrheit und Korrektheit in die Tonne und lügen, denunzieren, pöbeln und hetzen, bis der Führer gegrüßt wird. Nicht? Und die Vernünftigen ringen förmlich mit Anstand, Mut und Tapferkeit für eine Welt, in der jeder seinen Platz findet. Ein ungleicher Kampf. Wie schwer das ist, weiß keiner besser als Martin Zingsheim. Hallo zusammen. Vielen Dank. Danke sehr. Nun denn, wissen Sie, es wird ja gerne behauptet, du bist, was du isst. Zum Beispiel ein Schwein. Ich finde ja, du bist, was du trägst. Beispielsweise ein Dreckstück. Hier, schickes T-Shirt, habe ich mir mal was geleistet. 2,50 Euro. Ich trage es mit Fassung. Bei dem Preis muss man jetzt auf einiges verzichten. Krankengeld, Altersvorsorge, Mutterschutz. Also die Näherinnen in Bangladesch müssen drauf verzichten. Ich habe so einen Scheiß natürlich, aber ganz ehrlich, Mutterschutz habe ich persönlich nie gebraucht. Sicher, bei der Billigproduktion leiden Mensch und Natur ein wenig unter den giftigen Weichmachern und Bleichmitteln. Aber die Transportwege bis zu mir nach Köln sind so lang, also ich finde, man riecht da praktisch nichts mehr. Finden Sie nicht schön? Finden Sie nicht gut? Dann werden wir konsequent heute Abend hier bei den Mitternachtsspitzen. Dann weg damit. Ja, ich ziehe das heute durch, also aus. Ja, tut mir leid. Ja, schön wird es jetzt nicht. Das tut mir... Ach so, übrigens, niegelnagelneue Schuhe, 17,90 Euro. Kannst du nichts sagen. Kannst du nichts sagen, außer vielleicht sorry. Aber nicht in Richtung China, wie Sie vielleicht denken. Nee, hier, made in Europe, das heißt übersetzt verrückt in Europa. Billiger produzieren als in Asien. Natürlich nicht bei uns im richtigen Europa, sondern Albanien, Mazedonien, Rumänien. Umgerechnet 140 Euro Monatslohn pro Arbeiter, ich bitte Sie. 140 Euro, das sind locker 8 Paar Schuhe. Also so viel haue ich im Monat nicht für neue Treter raus. Gut, laut Studien, um jetzt eine Familie ernähren zu können, müssten die Löhne dort wohl 4 bis 5 Mal höher liegen. Aber Leute, das passiert, wenn man auf einem Kontinent Kinderarbeit kategorisch ausschließt. Nicht, dass Sie denken, ich sei für Kinderarbeit, aber seien wir mal ehrlich, für manche stupiden Tätigkeiten sind Erwachsene eigentlich überqualifiziert. Egal, Strümpfe, auch so eine üble Sache. Nicht nur für die Nase, Entschuldigung hier vorne. In Socken sind gern mal zinnorganische Verbindungen. Benutzt man auch zum Anstreichen von Schiffen, um die Geruchsbildung zu unterdrücken. Also bei den Füßen. Schiffe stinken ja heutzutage kaum noch. Nicht wahr, liebe Kreuzfahrtfans? Dafür sind zahlreiche Meerestiere von diesem Zeug unfruchtbar geworden. Aber in Strümpfen, mein Gott, wer pflanzt sich bitte mit den Füßen fort? Viel interessanter, Hosen. Die Textilbranche ist weltweit der Umweltsünder Nummer 2. Ja, geht gleich los. Kommen noch ein paar Informationen vorab. Weltweit Umweltsünder Nummer 2 hinter der Ölindustrie. Ölindustrie, klar, weil hier alle ständig Salat fressen. Kürbiskernöl, Leinsamenöl, Schweröl, furchtbar. Am schlimmsten übrigens die gute alte Jeans. Wasserintensiver Baumwollanbau mit hochgiftigen Pestiziden. Alter Schwede, bis zu 11.000 Liter Wasser für die Herstellung einer einzigen Jeans. Ein Glück, dass wenigstens die Baumwollpflücker so wenig trinken. Damit eine Jeans aussieht wie eine Jeans, wird sie übrigens gesandstrahlt. Sieht Hammer aus, vor allem in der unheilbar erkrankten Staublunge des Arbeiters. Damit der Preis am Ende stimmt, wird jeder Schritt der Fertigung in dem Land gemacht, dass das wo am günstigsten am Können ist. Durchschnittlich 50.000 Kilometer hat so eine Hose auf der Uhr, bevor sie daheim der Paketsklave in den Briefkasten stopft. Und was trägt er? Eine billige Jeans. Wie kann er nur? Ja, jetzt.
Jetzt geht's natürlich so ein bisschen ans Eingemachte. Unterhose. Zum Glück eine schwarze angezogen. Obwohl, bei dunkler Unterwäsche, da wird hier untenrum ordentlich mit Schwermetallen gearbeitet. Also nicht im Sinne von Piercing, chemikalisch. Soll die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Also kommen Sie, runter damit. Auf der anderen Seite, wissen Sie, ich habe bereits 4 Kinder zu Hause. 4 kleine Kinder. Diese giftige Unterhose, die brauche ich wirklich ganz, ganz dringend. Und übrigens, falls Sie sich seit 2-3 Minuten fragen, ob ich extra für diese alberne Nummer hier nochmal ordentlich trainieren war, nein. Zum Schluss ein kleiner Tipp. Wenn Sie mal wieder zufällig vor einer Filiale von Primark oder Kick stehen, gehen Sie ruhig mal rein und rufen ganz laut: Entschuldigung, ich brauche jetzt wirklich ganz, ganz dringend ein T-Shirt von Ihnen. Wofür denn? Zum Reinkotzen. Ich danke Ihnen. Guten Abend, liebe Lateinlehrer. Willkommen zu Brecht. Auch heute sprechen wir tiefe philosophische Themen offen an. Das bedeutet, die Themen sind offen, der Gesprächsverlauf ist offen und natürlich ist auch mein Hemd offen. Es geht heute um eine Frage, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt und jeden Kölner am Tag nach Weiberfastnacht. Wer bin ich? Dazu begrüße ich einen Gast, der mich seit Jahren imitiert. Richard David Brecht. Guten Tag, Herr Brecht. Guten Tag. Schön, hier zu sein, Herr Netzer. Herr Brecht, es geht um die Identität. Viele machen sich heute auf den Weg zum eigenen Ich und merken dann, Scheiße, das wird eine Fernreise. Woher weiß der Mensch eigentlich, wer er ist? Naja, da gibt es verschiedene Ansätze. Ne? Descartes sagt, man existiert, weil man denkt. Aber dazu gibt es auch einen philosophischen Gegenbeweis. Ja, Lothar Matthäus. Von dem hat man noch keinen echten Gedanken gehört, aber der existiert ja trotzdem. Das stimmt, Herr Rieu. Und das wirft man Descartes ja auch vor, dass er über das Denken den Körper vergisst und den Kreislauf der Natur. Der Körper beginnt ja mit einer Einzelzelle. Und von da an differenziert er sich immer weiter aus und daraus entsteht Denken, Kultur, Wirtschaft und Philosophie. Auch Wirtschaftsunternehmen haben ja heute eine Philosophie, sogar die deutsche Autoindustrie. Ja, das meine ich ja mit Kreislauf. Ja, bei denen führt das Denken wieder zurück in die Einzelzelle. Descartes sagte, ich denke, also bin ich. Gab es denn einen Philosophen, der das Sein über den Körper definiert hat? Ja, klar. Bernd Stelter. Ja, mit seiner Theorie, ich habe 3 Haare auf der Brust, ich bin ein Bär. Ja? Nach Descartes wäre er durch das Denken ein Mensch. Ja? Aber die 3 Haare auf der Brust machen ihn zum Bär. Eine lückenlose Beweisführung. Das heißt, ein Teil von uns ist noch Tier und definiert sich über den Körper. Ja, und das liegt an unserer Urgeschichte. Ja, jemand, der schnell laufen, gut kämpfen und andere besiegen kann, denkt sich, ich bin wohl schnell, stark, erfolgreich. Und jemand, der das alles nicht kann? Ja, der denkt, ich bin wohl in der deutschen Nationalmannschaft. Aber taugt der Körper, um unverwechselbare Identität zu schaffen? Ich habe gelesen, dass sich zum Beispiel Paare im Laufe des Lebens im Gesicht immer ähnlicher werden. Naja, das stimmt. Ich kenne viele Paare, die brauchen irgendwann nur noch ein Passfoto. Aber welche Rolle spielt die Kultur? Viele fragen sich ja heute, was ist zum Beispiel die deutsche Identität? Muss zum Beispiel ein Nationalspieler, um Deutscher zu sein, die Hymne mitsingen, auch wenn er türkische Vorfahren hat? Nein, Herr Kleidermann, eine Hymne macht noch keine Identität. Vor allem keine mit der Textzeile »Sind des Glückes Unterpfand«. Da würde ich als Nationalspieler, würde ich nicht singen. Unterpfand, das klingt nach leeren Flaschen. Aber man kann eine Identität auch in der Gruppe finden.
leben davon nicht die AfD und der Populismus. Doch, Arbeit geht auch anders. Man kann auch ohne die Identität, ohne Ausgrenzung, einfach nur im gemeinsamen Dasein was erleben, dass man zufrieden ist, mit anderen auf der Welt zu sein. Und es gibt ja in den 2500 Jahren Philosophie eine hochintelligente Schule, die das vertritt. Die kennen Sie. Ja, die Höhner. Mit Ihrer These, da sind wir dabei, das ist prima. Prima, dass Sie dabei waren. Danke, Richard David Precht. Ja, Wahnsinn. Leute. Nochmal, 30 Jahre Mitternachtsspitzen und nicht nur 30 Jahre Mitternachtsspitzen, sondern auch, und Leute, jetzt haltet euch fest, auch 30 Jahre Herbert Knebels Affentheater. Ne? Die Duplizität von Ereignissen. Ja, und da haben wir uns gesagt, dass wir aus diesem Anlass hier mal richtig einen raushauen. Wir haben extra über die Düsseldorfer Künstlernothilfe zwei hochkarätige Mitmusikanten verpflichten können. Es sind zwei international anerkannte Spitzenmusiker aus Polen. Meine Damen und Herren, Moment, ihr wisst ja noch gar nicht, wer das ist. Ne? Begrüßen Sie mit einem ganz warmen Applaus die eineigen Zwillinge, die Bläser der Familie Popolski, Henjek und Stenjek Popolski. Ach, mein Gott. Mein Gott. Zur Jubiläumssendung Gäste aus Polen. Also, da wird mir ganz warm ums Herz, ne? Oh, für einen Moment hätte ich gedacht, die Brieftasche ist weg, ne? Ja, und wo wir hier schon mal so schön beisammen sind, ihr, wir und die Polen, ne? Da wollen wir natürlich einen raushauen in Form von Musik. Ja, viele Musiker besingen ja die Stadt, aus der sie kommen. Ne? New York, New York, Bochum oder Mendocino, ne? Oder Wennemen im Sauerland, Wennemen loves a woman, ne? Oder Neuss, what a beautiful Neuss, ne? Oder Ride, Ticket to Ride von The Beatles, ne? Ja, oder auch A-House von Madness, ne? A-House. In the middle of a street, a house. Ja, und das Lied, was wir jetzt spielen, handelt nicht von der Stadt, aus der ich komme. Ich bin ja gebürtiger Duisburger. Otzi lebt ja in Duisburg, sehr erfolgreich, muss man dazu sagen. Ja, es ist uns einfach nichts eingefallen, was sich auf Duisburg reimt. Ne? Oder Otzi, hattest du auf der Fahrt hierhin noch eine Idee? Ja, siehst du, ne? Ja, und deswegen handelt der Song jetzt nicht von der Stadt, aus der ich komme, sondern von der Straße, in der ich wohne. Wenn ich nach Hause komme, zu meiner Straße hin, die liegt mitten Mann in mein Heimatviertel drin, dann erkenne ich schon an ihrem Kuli-Duft, ja, so riecht nur die Straße, wo ich wohn. Wo oft wochenlang alter Sperrmüll gammelt und der Opa Heinz vom Herbstlaub jedes Blatt einsammelt. Die verbrennt er dann in sein Garten drin und der Qualm zieht durch die Straße, wo ich wohn. Was sind das für Gefühle? Komm ich zu meiner Straße hin? Ich fühl mich direkt wie zu Hause, weil ich hier ja auch zu Hause bin. In sein Blumenbeet stinkt der dicke Frank und sein Schweiß zersetzt so langsam seine Gartenbank. Doch ich seh's ihm nach, denn sein Herz ist gut, wie bei alle aus der Straße, wo ich wohn. Otzi Ostermann! Oh yeah! Musik.
care, was sind das für Aromen? Komm ich zu meiner Straße hin, das ist besser noch, als wie schön auf Wohnen. Das ist ein Möff wie von Öbbes St. Lorenz. Direkt im Nachbarhaus ist das Klärwerk drin. Da bringen wir einmal in der Woche die Fäkalien hin. Und dann wird geklärt, was zu klären ist. Und der Rest bleibt in der Straße, wo ich wohn. Jeden Donnerstag kommt die Müllabfuhr raus und die kippen dann bei uns ihre Tonnen aus. Und dann haben sie Spaß und verdrücken sich hier bei uns aus der Straße, wo ich wohn. Hier bei uns aus der Straße, wo ich wohn. Hier bei uns aus der Straße, bei uns aus der Straße, wo ich wohne. Herbert Diebels, Affentheater. Oh, da kommt Feststimmung auf. Und zum Jubiläum der Mitternachtsspitzen muss natürlich auch der ranghöchste Mitarbeiter des WDR befragt werden. Ich begrüße daher jetzt Captain Blaubeer. Captain, wie finden Sie die Mitternachtsspitzen? Da sage ich nichts zu. Sonst müsste ich nämlich lügen, Herr Becker. Und damit habe ich für immer aufgehört. Sie hören auf zu lügen? Warum das denn? Das kann ich Ihnen erklären. Einmal im Jahr gibt's nämlich die Lügenweltmeisterschaft in Atlantis. Da bringen die größten Lügner der Welt ihre Lügen hin und die kommen da in die Lügenpresse. Und wer am Ende mehr Lügensuppe hatte, hat gewonnen. Und ich hatte immer die besten Lügen aller Zeiten. Ich habe Helmut Kohl die Lüge geschrieben, dass im Osten blühende Landschaften wachsen. Dabei blüht da seit Jahren nur eins: Pissnelken. Ich habe Norbert Blüm geschrieben, dass die Rente sicher ist. Und ich habe allen Teilnehmern der Tour de France die Lüge geschrieben, dass ihre Urinproben sauber sind. Und so wurde ich immer Lügenweltmeister, sodass die drei größten Schwindler der Erde neidisch waren. Baron Münchhausen gab sich die Kugel, Pinocchio musste mich loben und Neymar reagierte beim Handshake wie immer, wenn ihn jemand berührt. Und warum wollen Sie jetzt aufhören? Weil ich dieses Jahr besiegt wurde. Dabei hatte ich eigentlich die besten Lügen des Jahres vorbereitet. Ich war der Finanzberater von Boris Becker, weil er sich beruflich nicht drum kümmern konnte. Ich habe Jens Spahn den Satz geschrieben, dass er gar nicht an das Kanzleramt denkt. Und auf Tinder sind 10.000 Leute auf mich reingefallen, als ich geschrieben habe, ich wäre ein Tier im Bett. Und wieso haben Sie jetzt verloren? Weil es größere Lügner gibt als mich. Es gab ein Schiff, das war von oben bis unten voller Lügen. Das hieß sogar Verbotene Wahrheit, abgekürzt VW. Die haben Autos als sauber verkauft, die waren so dreckig, da brauchten nicht nur die Karren der ASU, sondern auch die Fahrer. Dazu gab es das Schiff der chronisch schwindelnden Union, CSU. Die lügen seit Jahren, dass wir im Land kein größeres Problem als Flüchtlinge haben. Und die Lüge ist so fett, dass die Kackbazis daran selbst untergehen. Und dann war da noch das brechende Frettchen aus den USA mit den meisten Lügen aller Zeiten. Der lügt, dass es den Klimawandel nicht gibt, obwohl ihm in seinem fetten Land jedes Jahr der Hurricane in den Hintern fährt. Der lügt, er hätte keiner Frau Schweigegeld bezahlt. Und er lügt, keiner hätte ihm beim Wahlkampf geholfen. Aber jeder weiß, wer es war. Der überschwemmt mit seiner Lügensuppe die ganze Erde. Und dagegen komm ich nicht mehr an. Und was machen Sie jetzt? Ich suche mir einen neuen Beruf. Da, wo man immer nur die reine Wahrheit sagt. Und wofür einen die Menschen wirklich lieben. Da bin ich aber gespannt. Und welchen?
Ich werde Videoassistent beim DFB. Na dann viel Erfolg. Danke, Captain Blaubeer. Und danke, Dietmar Jacobs und Elmar Brandt. Beide sind heute Abend hier. Habt ihr wieder super gemacht. Unsere Lieblingsmenschen hier. Ach, herrlich. Ja, alle sind sie hier. Wir feiern Geburtstag. Sie siegt in vielen Poetry-Slam-Meisterschaften, um sich dann im Kabarett mehr Raum zu verschaffen. Man sagt, ihre Texte seien so gnadenlos wie der Katholizismus und so wortgewandt wie eine Nationalratssitzung. Jetzt erschrecken Sie nicht, sie ist Österreicherin und wird genau heute 26 Jahre alt. Wir gratulieren und ich bin mir sicher, auch in 30 Jahren wird man hier an dieser Stelle immer noch von ihr hören. Herzlich willkommen in unserer Jubiläumssendung, unser Geburtstagsgast, Lisa Eckert. Dankeschön. Harvey Weinstein, Roman Polanski, Woody Allen. Kann man deren Filme noch guten Gewissens schauen? Wo wir doch nunmehr schmerzlich wissen, dass es sich bei diesen dreien allesamt um... Na, ich mag es gar nicht sagen. Und als wäre das nicht schlimm genug, belästigen sie auch noch Frauen. Weinstein, Polanski, Ellen, geborener Ellen Königsberg. Finden Sie dieses MeToo nicht auch antisemitisch? Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen. Mit Geld ist ja nichts gut zu machen. Ich meine, den Juden Reparationen zu zahlen. Das ist wie Didi Mateschitz ein Red Bull auszugeben. Doch MeToo trifft nicht nur Juden, sondern neuerdings auch Schwarze, wie Morgan Freeman und Bill Cosby, sowie den schwulen Kevin Spacey. Wenn jetzt noch ein Rollstuhlfahrer einer Dame zu lang aufs Gesäß schaut, was zugegeben in seiner Position nicht zu tun sehr schwierig ist, oder noch besser, wenn ein Mann, der einmal zuvor eine Frau war, sein chirurgisch konstruiertes Tatar von Gemächt ungefragt voll Nostalgie an seinem einstigen Geschlecht reibt. Was tun wir dann? Was tun, wenn die Unantastbaren beginnen, andere anzutasten? Der feuchte Albtraum der politischen Korrektheit. Die heilige Kuh hat BSE. Und der Elefantenmensch ist ein oberflächliches Arschloch. Zuvor, das ist es naturgemäß peinlich. Ja, endlich gelten Schwule nicht mehr als kränkster Auswurf der Gesellschaft. Da kommt plötzlich Kevin Spacey und verknuspert junge Knaben. Ich meine, ja, Knabenliebe, schön und gut. Doch bitte nur im Schoß der Kirche. Ja, na, wissen Sie, wenn wir die Päderastie jetzt säkularisieren, dann kann ja niemand mehr unterscheiden, ist das jetzt der Christopher Street Day oder eine Fronleichnamsprozession. Wir hatten auch schon brav gelernt, selbst der Schwarze ist ein Mensch und zwar so tugendhaft und sittsam, wie es 100 Hurenmörder auf einem Johnny Cash-Konzert. Aber kaum, dass man sich umdreht, schon vollführt der edle Wilde wieder seinen Stammestanz, um eine arme, weiße Frau, die sich den Busen zu einer Halskrause hochgeschnürt hat, um ihre Augen zu betonen. Ja, und wie soll der sich da beherrschen? Die Erektion des schwarzen Glieds braucht alle 7 Liter Blut, über die ein Mensch verfügt. Aber am meisten enttäuscht es von den Juden. Da haben wir immer gegen diesen dummen Vorwurf gewettert, denen ging es nur ums Geld. Und jetzt plötzlich kommt heraus, denen geht's wirklich nicht ums Geld. Denen geht es um die Weiber und deswegen brauchen sie das Geld. Ja.
Da haben wir unsere Schützlinge endlich aus den Fängen der Rechten befreit und dann tun sie sowas. Untereinander. Was ist denn das für ein sittlicher Inzest, wenn sich ein Opfer an einem Opfer vergreift? Da kennt sich ja kein Mensch mehr aus. Belästigte Frau schlägt offenbar Jude. Jude wiederum schlägt Flüchtling. Flüchtling aber schlägt belästigte Frau. Und es bleibt das Rätsel offen, wie kriegt man alle drei über den Fluss? Dankeschön. Super. 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 Super, die Frau, toll gemacht, einmalig, einwandfrei, absolut tippitoppi. Nee, muss ich sagen, die ist für mich persönlich uninteressant. Aha. Zu wenig Fläche. Ich bin mehr für Dicke. Für Dicke? Ja, so richtig dicke Brummer. So wie der eine Maler, die damals gemalt hat, der mit den leckeren Bohnen. Den Rembrandt-Bohnen. Genau. Ich mag dem seine Frauen, ne? Da hast du was in den Finger. Meine erste Freundin dahin, die war damals auch so dünn, die hätte bei Heidi Klum mitstarksen können. Ja, ist doch toll. Und wie war das sexuell? Das war wie eine Hundehütte. In jeder Ecke ein Knochen. Hör mal. Spitz, pass auf. Wegen solcher Sprüche sind wir damals aus dem WDR rausgeflogen. Ja, damals waren wir Avantgarde. Ja. Da war ja von MeToo noch ja keine Rede. Nix. Und wenn, dann hieß es, gehen wir to me oder to you. Die sexuelle Belästigung war damals doch ja nicht im Wortschatz. Nee, ich sage immer, wenn der Sex lästig ist, dann lässt man doch besser. Ja. Außerdem ist das doch ja nicht gewesen. Hör mal. Wenn ich einer Kollegin ein kultiviertes Kompliment mache, zum Beispiel, boah, hast du einen geilen Arsch. Ja, da ist das von mir doch durchaus liebevoll gemeint. Ja, die denkt dann aber, der will nur seine Gurke einpacken. Ja, so ist es. Ja auch. Also deshalb muss ich. Ja. Deshalb muss ich vorher nachdenken, ob ich durch das Kompliment nicht selber zum Arsch werde. Ja, aber da liegen doch die Häschen im Pfeffer von der ganzen MeToo-Debatte. Denken ist Glückssache. Genau. Und viele Männer haben einfach Pech. Ja, aber das war doch eine einmalige Sache. Danach gab es doch nie wieder Vorwürfe. Doch, von meiner Frau. Ja? Wir hatten seit 30 Jahren keinen Sex mehr. Ich sag, ja, du vielleicht. Ja, das Problem. Das Problem ist doch nicht der Mann, sondern die Situation. Ja? Früher hieß es, wer sich nicht wehrt, landet am Herd. Genau, die Frau gehört in den Kochtopf. Ja. Doch dann sagten immer mehr Frauen, alles für mich persönlich uninteressant. Seitdem kochende Männer. Ja, aber nur im Fernsehen. Ja, ich meinte doch innerlich. Ja, wie soll denn der triebgebeutelte Mann sich von seinem Testosteron erholen, wenn die Frau heute überall vor Ort ist? Bei der Polizei, bei der Bundeswehr, bis hin zum Ministerium, Kanzleramt. Allein in dieser Sendung drei Frauen, das hätte es doch früher nicht gegeben. Doch, ich habe mitgezählt. Zu unserer Zeit hat man immer drei Frauen. Hinterm Tresen, am Bügelbrett und am Klo. Ja, aber heute, der Mann kann hinkommen, wo er will, die Frau ist schon da. Ja. Und dann kann die das meiste auch meistens noch viel besser. Bessere Schulabschlüsse. Besserer Bachelor, besser im Bett, dauert nicht lang, da kann ich auch noch besser einparken. Ja, früher, da war das ganze Leben wie Karneval. Da durften wir Männer den Gönner spielen, ohne was zu können. Es hat doch keiner gemerkt. Ja, und jetzt sind sie überall und die Party ist vorbei. Jetzt fällt die Maske. Ja, und was ist unter der Maske? Ja, was denn? Ich. Ja, aber keine Frau ist auch keine Lösung. Denn da, wo die Frau nicht ist, zum Beispiel in der Zölibatär-Glaubensgemeinschaft, ja, da müssen dann oft die Kinder dran glauben. Dann doch besser die Frauen. Ne?
Jesus Christus kann ja machen, was er will. Der mächtigste aller Götter ist und bleibt der Eros. Genau. Und durch den Eros entgleitet manchem Mann der Regie. Dann fängt er an zu wedeln. Ja. Und wie viele Karrieren werden jetzt durch MeToo vernichtet? Der da gewedelt hat, der ist doch gerade mal 76 Jahre alt. Aus dem jungen Talent hätte doch noch was werden können. Ja. Und was man vergisst, oft werden ja auch wir Männer angemacht. Ja. Sagte neulich eine Frau zu mir, darf ich Ihnen einen ausgeben? Oh, was haben Sie geantwortet? Nein, ich möchte lieber das Geld. Ja, ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann für eine Nacht, ja. Deshalb muss ich sagen, MeToo ist für mich persönlich uninteressant. Man sieht es ja an uns. Genau. Es sind nicht alle Männer so. Nein. Wären sie all so wie mir, dann wäret Jod. Vielen Dank. Vielen Dank an euch zwei. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auch wenn ich jetzt meine Karriere dadurch gefährde, eins muss mal gesagt werden, ihr beide habt einen echt geilen Arsch. Und auch von mir herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Ich hoffe, hier wird noch ordentlich gefeiert nachher. Es wird übrigens noch ein Jubiläum gefeiert in diesem Jahr, und zwar 100 Jahre Frauenwahlrecht. Frauen, ja, genau. Das. Genau, Frauen, das sind diese Menschen mit Menstruationshintergrund. Und wenn man sich das mal vorstellt, ja, wie die Zeit damals war, wie lange Frauen damals schon für dieses Recht gekämpft hatten, was müssen das für Zeiten gewesen sein, oder? Es gab natürlich auch viele Gegner, ja, die haben dann sowas gesagt wie, Frauen in der Politik, das ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Oder Frauen seien nicht intelligent genug und zu emotional, um in der Politik mitreden und wählen zu dürfen. Und da muss ich sagen, das stimmt. Das stimmt tatsächlich, oder? Ich bin heute noch unfassbar emotional, wirklich bei jeder Wahl. Oder die Frauen hier kennen das doch. Wir stehen dann vor dieser Urne und dann sind wir alle so, oh Gott, was soll ich nur wählen? Ich bin so emotional, dieser Wahnsinn, diese vielen Farben. Rot, grün, schwarz, oh Gott, können nicht einfach alle gewinnen? Aber das schönste Zitat von damals war wirklich, wir glauben, unsere Töchter haben etwas Besseres zu wählen als einen Abgeordneten, nämlich ihren Ehegatten. Wow, okay, Moment. Wer ist hier jetzt emotional? Das klingt doch wie das Finale von Fackeln im Sturm, oder? Scarlett, du hast etwas Besseres zu wählen, deinen Ehemann. Oh Gott, Johnny, das habe ich mir so gewünscht. Aber man merkt, es herrschte damals wahrscheinlich eine gewisse Panik, dass Frauen mit diesem neuen Privileg dann einfach nicht umgehen können und totalen Blödsinn wählen. Und dann versinkt das Land im Chaos. Jetzt könnte man ja sagen, hui, puh, Gott sei Dank sind diese wilden Zeiten vorbei. Aber ist das so? Also wird nicht teilweise heute genauso bescheuert wie vor 100 Jahren argumentiert, wenn es um Frauenrechte geht? Ein sehr schönes Beispiel ist doch gerade die aktuelle Diskussion um die Reformierung des Paragraphen 219a. Der verbietet in Deutschland die Werbung für Abtreibung. Und letztes Jahr wurde eine Frauenärztin zu 6.000 Euro Strafe verurteilt, weil sie auf ihrer Homepage Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen veröffentlicht hatte. Denn Ärzte dürfen in Deutschland ihren Patientinnen zwar persönlich erklären, wie ein Schwangerschaftsabbruch abläuft, aber sie dürfen ihnen nicht sagen, welche Praxen Abtreibungen straffrei durchführen. Auch wenn der Arzt selbst den Eingriff vornimmt. Das darf nur eine Beratungsstelle. Also muss man sich dann als betroffene Frau, man fühlt sich eh schon ziemlich cool, diese Informationen irgendwie besorgen. Und googeln Sie mal Abtreibung. Man landet gezwungenermaßen auf Seiten von Abtreibungsgegnern. Denn die dürfen Informationen ja verbreiten. Ist ja keine Werbung. Aber hier geht's doch nur um Informationen, nicht um Werbung. Die Ärztin hat ja nicht geschrieben, tolles Angebot, nur bei uns.
Abtreibung, zwei zum Preis von einer, alles muss raus. Nein. Aber warum? Aber warum, um Himmels Willen, darf man denn Frauen nicht informieren? Als ob wir die reine Information beim Arzt lesen und dann sagen, och, hör mal, so eine Abtreibung, habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, ne? Aber hör mal, wenn die das doch hier anbieten und wo ich eh gerade hier bin, das klingt ja interessant, ne? Und dann rufen wir noch eine Freundin an, hör mal, ich habe heute einen Schnapper gemacht, ne? Vorsorge und Abtreibung zum Preis von einem. Als ob die eine Bonuskarte bewerben würden. 10 Abtreibungen, die 11. gibt's gratis. So wie wenn man beim Chibo einfach nur einen Kaffee kaufen wollte, ja? Aber weil es halt im Angebot ist, nimmt man noch so einen Nasenhaarschneider mit nach Hause. Aber zu Hause merkt dann diese dumme Frau erst, ach, um Gottes Willen, das wollte ich ja nicht. Warum habe ich das denn gemacht? Warum habe ich das gemacht? Ich wollte meine Nasenhaare doch behalten. Hätte man mich doch bloß nicht über diesen günstigen Nasenhaarschneider informiert. Für wie blöd hält man uns denn eigentlich? Aber tatsächlich, jedes Mal, aber tatsächlich, es ist so, jedes Mal, wenn es darum geht, dass ein Gesetz geändert werden soll, um die Rechte von Frauen zu stärken, werden Stimmen laut, die meinen, Frauen würden dann mit diesem neuen Privileg überhaupt nicht umgehen können. Gebt den Frauen nicht so viele Rechte, dann drehen die durch. Letztes Jahr noch, in der Diskussion, ob es die Pille danach rezeptfrei geben sollte, da war es wieder soweit. Die Pille danach einfach so erlauben. Macht das nicht, Jens Spahn. Unser Bundesgesundheitsminister sagte, das sind schließlich keine Smarties. Also Subtext, dann fressen die Weiber das doch wie Smarties. Wirklich, Herr Spahn? Das sind gar keine Smarties? Ey Leute, es gibt nur eine einzige Sache, die ich fresse wie Smarties. Und das sind verdammt nochmal Smarties. Aber Jens Spahn ist eh der Beste, oder? Ist ein Mann, schwul, und der erklärt mir als Frau, worauf ich beim Sex achten soll. Das ist ungefähr so, als würde mir ein blinder Veganer sagen, wie mein Mettbrötchen aussehen muss. Und getoppt. Und aber getoppt wird Jens Spahn eigentlich nur von einem Mann, nämlich vom Papst. Der hat vor kurzem nämlich Frauen gelobt, die ihren fremdgehenden Männern vergeben. Zitat, viele Frauen und manchmal auch Männer blicken weg und warten, bis ihr Partner wieder treu wird. Das ist Heiligkeit, die aus Liebe alles vergibt. Ja, Heiligkeit oder wie ich sage, Dummheit. Also, selbst nach 100 Jahren müssen wir uns immer noch von mächtigen Männern belehren lassen. Und ich bin offen für Kritik, auch für Anregungen, Tipps, immer her damit. Aber ganz ehrlich, Beziehungstipps bitte immer nur von Profis annehmen. Vielen Dank. Caroline Kebekus! Großartig. Ah. Sagen Sie mal, das ist doch verblüffend. Wenn man in den 80er Jahren links war, muss man sich doch heute sowas von bestätigt fühlen. Alle düsteren Zukunftsszenarien von damals sind irgendwie Realität geworden. In den USA herrscht das Grauen. Ja, es ist mit Donald Trump das erste Mal in der Menschheitsgeschichte gelungen, dass ein künstliches Haarteil ein eigenes Wirtstier gefunden hat. Der Klimawandel ist im vollen Gange und das Erbe der geistig-moralischen Wende von Helmut Kohl hat dazu geführt, dass gehirnentkernte Schreihälse durch deutsche Innenstädte marodieren. Eigentlich müssten die Linken totales Oberwasser haben. Stattdessen gestaltet sich das alles doch ziemlich schwierig, muss ich sagen. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Sozialstaat klaut. Frau Wagenknecht. Bürger nicht mehr wegsehen. Alle müssen aufstehen. Frau Wagenknecht, ich hätte Sie fast mit dem Kollegen Schmickler verwechselt. Herr Becker, Verzeihung, ich bin politisch unterwegs für unsere neue Bewegung Aufstehen. Sie meinen Hashtag Aufstehen? Ja, das kann sein. Ich hatte nur Russisch.
Wir haben ja Dienstag offiziell begonnen. Worum geht es eigentlich bei dieser Bewegung? Sehen Sie, Oskar und ich haben irgendwann gemerkt, es herrscht nur noch Stillstand. Es geht irgendwie nicht weiter, es fehlen Perspektiven. Ja, also ähnliche Erkenntnisse hört man auch von anderen Paaren. Aber die kaufen sich dann ein Wohnmobil oder machen einen Salsa-Kurs. Sie gründen eine politische Bewegung. Entschuldigung, Herr Becker, ich muss weiter akquirieren. Beatrix, jetzt tut's weh, Torten für die AfD. Also so eine richtige Massenbewegung sind sie aber noch nicht, oder? Sie zielen mit ihrer Aktion doch auf Grüne, Linke und SPD. Und aus deren Führungszirkeln ist doch niemand wirklich dabei. Herr Becker, wir zielen auf die Basis. Ja, der Chianti-Wein, der lädt uns alle ein. Das sind aber Sprüche aus den 80ern. Genau abgestimmt auf das Alter Ihres Studiopublikums. Sehen Sie, Herr Becker, wir ziehen das hier wirklich sehr professionell auf. Ich allein habe schon mehrere tausend Interessenten gewonnen. Und wie sieht Ihre Überzeugungsarbeit aus? Das kann ich Ihnen sehr gerne mal demonstrieren. Meine Damen und Herren, dürfte ich Sie mal bitten, alle aufzustehen? Bitte erheben Sie sich. Es ist für eine gute Sache. Tun Sie es wirklich. Ich verspreche Ihnen, im Stehen ist es bequemer als auf den Bänken ohnehin. Bitte stehen Sie alle mal auf. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Das ist ein wunderschönes Bild. Danke, das reicht schon. Sie können sich gerne wieder setzen. Ja, und jetzt? Ja, sehen Sie, Herr Becker, auch hier im alten Wartesaal in Köln sind 330 Personen unserem Aufruf aufstehen gefolgt. Aber Sie zählen doch jetzt etwa nicht als echte Unterstützer. Ich zähle jeden, der aufsteht. Was glauben Sie, wie wir auf 100.000 Unterstützer gekommen sind? So ist es mir sogar gelungen, CSU-Leute zu gewinnen. CSU-Leute? Ja, neulich habe ich mich in der Bundestagskantine an den Stammtisch der CSU gesetzt und ich konnte sie sofort gewinnen. Zu unterstützen? Nein, ganz, ganz schnell aufzustehen. Wir werden sekündlich mehr, Herr Becker. Ihr Publikum stand doch gerade schon geschlossen vor mir. Sie stehen ja auch schon. Schließen Sie sich an. Frau Wagenknecht, ich habe nichts dagegen, wenn Linke sich hierzulande mal zusammensetzen, statt sich zu streiten. Aber haben Sie keine Angst, dass Sie mit Ihrer Bewegung erst einmal spalten? Herr Becker, Oskar und ich, wir sind das revolutionärste Sozialistenpaar seit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Sehen Sie, Oskar als alter Sozialdemokrat, ich als junge Kommunistin, wir leben es doch vor. Wir fusionieren praktisch jeden Tag, mehrmals. Und meine Damen und Herren, wir laden jetzt alle anderen dazu ein. Verstehe, das Ganze ist eine Art sozialistischer Swingerclub. Da kann ich, wie gesagt, nichts zu sagen. Ich hatte ja nur Russisch. Und was machen Sie, wenn das alles nicht klappt? Sehen Sie, dann gibt es für Oskar und mich nur eins, einen Salsa-Kurs für Anfänger. Vielen Dank, Sarah Wagenknecht. So, meine Damen und Herren. Und jetzt heißt es lachen, weil der Arzt kommt. Er ist praktizierender Kinderchirurg und kein Deutscher. Aber hier in den Mitternachtsspitzen wird die Zuwanderung nicht begrenzt. Der nächste bitte. Hier ist Oma Sasam. Herzlich willkommen. Guten Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen guten Abend. Ja, vielen Dank. Oma Sasam, Sie hören es jetzt vielleicht gleich am Anfang schon ein bisschen raus. Ich komme tatsächlich nicht von hier. Ich komme aus einem ganz anderen Land mit einer komplett anderen Sprache, einer ganz anderen Kultur, einer anderen Mentalität, mit der Sie wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen können. Ich komme aus Österreich. Es ist... Danke. Aber ich bin kein echter Österreicher, ich bin ein österreichischer Araber. An der Stelle genau, oft genau diese Reaktion, nämlich betretenes, ängstliches Schweigen. Keine Sorge, ich bin einer von den guten Arabern, ich bin Arzt. Somit
Keine Sorge, es kann nichts passieren. Es ist ganz, gibt so viele Klischees rund um Araber oder was wir Araber alles können, was wir machen. Ganz, ganz viele Araber tatsächlich sind Ärzte. Ist wirklich so. Viele von ihnen sind keine Ärzte, aber werden Ärzte. Viele von ihnen sind keine Ärzte, aber sagen, dass sie Ärzte sind. Das sind so die typischen Klischees rund um Araber. Ein anderes Klischee betrifft diese typische, weil es ist schon so fad, arabische Behaarung. Würde ich meine Hose jetzt ausziehen, würden Sie glauben, ich habe sie noch an? Das ist das eine, das ist das andere Klischee rund um Araber. Es gibt ein drittes Klischee, mit dem möchte ich noch kurz arbeiten, nämlich es betrifft arabische Familien, das kennen Sie sicher auch. Araber haben große Familien. Stimmt nicht. Wir haben nur sehr, sehr viele Onkel, jeder von uns. Ich habe viele arabische Onkel. Jeder Araber bekommt im Schnitt einen neuen Onkel jede Woche vorgestellt. Es gilt im Arabischen als extrem unhöflich, nach dem Alter in Jahren zu fragen. Man fragt, wie viele Onkel kennst du schon? Bei mir sind es 1976 Onkel, die ich kenne, und statistisch ist es tatsächlich so, dass ich jede Woche einen neuen Onkel vorgestellt bekomme. War letzte Woche bei meinen Eltern zu Besuch und es ist das gleiche Ritual wie immer. Es läutet an der Tür und mein arabischer Vater sagt zu mir, geh, begrüße deine Onkel. Ich mache die Tür auf, vor mir steht natürlich ein wildfremder Mensch, ich kenne den Typen nicht, aber begrüße ihn herzlich. Das kennen Sie, wie begrüßt man herzlich seine Familie? Küsschen links und rechts. Macht man das hier auch? Nicht, ihr macht das hier nicht. Nein, in Österreich macht man das, sonst Bussi links, Bussi rechts, so. Im Arabischen wird das ein bisschen weitergeführt, da geht es noch weiter, da geht es so. Grüß dich, Onkel. Grüß dich. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's deine Frau? Frau geht's gut. Wie geht's Kinder? Kinder geht's gut. Mitte, Entschuldigung. Kinder geht's gut. Wie heißt du überhaupt? Abdu. Abdu, woher kommst du? Nigeria. Nigeria. Okay. Wie lange bist du hier? 2 Jahre? 2 Jahre. Was arbeitest du? DHL. DHL. Und dann sagt er zu mir, wollen Sie jetzt das Paket übernehmen von der Nachbar oder nicht? Genug vom Araber, wieder zum Guten in mir, zum Arzt. Mir ist ganz, ganz wichtig, Ihnen eine ganz, ganz wertvolle Message zu geben. Als Arzt ist ja Hygiene ganz wichtig und vor allem Händehygiene. Ich liebe es, mir die Hände zu desinfizieren, und äußerlich kann man sich auch richtig sauber machen. Da kann man richtig, richtig sich desinfizieren, richtig sauber werden. Innerlich, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, ja? Innerlich, jeder von uns, jeder von Ihnen trägt hunderte Millionen verschiedener Bakterien in sich. Und ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt auch so schmutzig fühlen wie ich. Ich fühle mich nur ein bisschen sauberer, wenn ich 2 verschiedene Antibiotika gleichzeitig zu mir nehme. Dann fühle ich diese innere Sauberkeit, sonst habe ich das Gefühl gar nicht. Und Sie wissen, was die Ursache ist, warum in Europa, was die große Ursache ist dieser inneren Schmutzigkeit. Weiß das jemand? Wer es nicht weiß, Toast. Wenn man sich einen Toast bestellt, passiert automatisch etwas ganz Furchtbares. Jemand aus deiner unmittelbaren Umgebung möchte abbeißen. Und das habe ich früher immer machen lassen. Ich habe Medizin studiert, die ganzen Medizinstudenten immer abbeißen lassen. Und alle haben abgebissen von meinem Toast. Und diese ganze fremde DNA, jetzt stellen Sie sich vor, wenn sich die fremden Lippen mit der zarten Schleimhaut, von der sich die Zellen ganz, ganz leicht lösen, an die getoastete, raue Oberfläche legen, oberseits mit der Schleimhautseite, unten mit der Schleimhautseite, und dann löst, dann entstehen lauter kleine Rissquetschwunden auf der Lippe. Der ist in Wirklichkeit blutig, der Toast, den Sie zurückkriegen. Und da ist noch nicht fertig. Der, bevor er abbeißt, muss der die Zunge schauen, wo ist der Käse, wo ist der Käse, und schaut dann. Und noch hätte der Käse eine Temperatur von 71 Grad. Sie würde also desinfizierend wirken, aber das macht die Zunge so lange, bis der Käse so unter 30, 35 Grad erreicht hat. Und dann hat das Abbeißen noch nicht begonnen. Und das Abbeißen ist, da müssen Sie sich vorstellen, die Zähne beißen sich in diese raue Oberfläche und es entstehen so kleine Spitzeln. Und diese Spitzeln passen genau in die Zahnzwischenräume. Und auf diesem Toast sind lauter kleine Zahnbelagspunkterln drauf, die Sie fertig essen. Sie verstehen, warum ich mich schmutzig fühle. Ich habe in meinem Studium, das wissen Sie vielleicht, viele Deutsche mit einem schlechten Abitur kommen wegen des Numerus Clausus nach Österreich, um Medizin zu studieren, um ein besseres Leben als Arzt führen zu können. Und dann gehen sie wieder nach Deutschland. Bei uns heißt das Wirtschaftsflüchtlinge. Also sie kommen ganz, ganz viele. Ich habe ganz, ganz viele deutsche Studenten abbeißen lassen von meinem Toast. Und mir ist bewusst geworden, rein rechnerisch, ich trage die DNA der schlechtesten Ärzte Deutschlands in mir. Verstehen Sie?
Ich habe dann weitergerechnet und mir überlegt, statistisch gesehen ist es völlig egal, wer von Ihnen einen Vaterschaftstest von mir macht. Es kommt dabei raus, du bist mein Onkel. Vielen Dank, Dankeschön. Liebe Ibis, liebe Heimatdörsche, da bin ich wieder. Und ich muss zugeben, ich habe mir in diesen 30 Jahren nicht ein einziges Mal Gedanken gemacht, was Heimat überhaupt ist. Viele sagen ja, Heimat sei der Ort, wo man dieselben Lieder singt. Dann möchte ich aber wie in 30 Zentimeter nie im Leben kleiner Peter ausgebeuert werden. Nicht wahr? Viele sagen, auch Heimat ist ein Ort, den man liebt, obwohl der totale Katastrophe ist. Ich bin Kölner, ich weiß, wie das geht. Nicht? Aber das ist auch gut so. Ne? Sonst würden doch in Flecken wie Freital oder Pirmasens keine Sau mehr wohnen. Da zieht doch keiner freiwillig hin. Da wirst du hingevögelt. Ne? Und dann hängst du da. Viele sagen auch, Heimat ist der Ort, wo man aufgewachsen ist. Und da ist jetzt das Problem im Osten. Viele sagen ja, dass der Rechtsradikalismus da noch aus der DDR kommt, weil die da keine Demokratie gelernt haben. Nicht wahr? Ja, das sind noch diese alten Reflexe, ne? Die können da nichts anderes. Die müssen das machen, das sind historische Reflexe. Ich kenne das von mir. Manchmal kacke ich quasi vom Balkon runter auf die Straße. Das ist nur ein Reflex aus dem Mittelalter, nicht wahr? Aber kann es wirklich sein, dass die nach 30 Jahren immer noch unter der DDR leiden, dass sie sich immer noch nicht an die Demokratie gewöhnen konnten, nicht? Das ging im Westen aber schneller, ne? Als der Krieg zu Ende war, da hat das keine 2 Tage gedauert. Da war hier keiner mehr Nazi. Das ging ruckzuck, nicht wahr? Und jetzt war das da drüben natürlich auch ein bisschen anders, nicht wahr? Man muss ja sehen, dass ja 1882 in Sachsen bereits der erste internationale antijüdische Kongress stattgefunden hat. Und in keinem Gau hatte die NSDAP mehr Mitglieder als in Sachsen. War das auch die DDR schuld? Wobei wir Wessis da jetzt nicht die Klappe aufreißen dürfen, denn die meisten rechtsradikalen Straftaten sind ja nicht in der DDR, sondern in Nordrhein-Westfalen. Ja, daran ist ja wohl nicht die DDR schuld, nicht? Obwohl es im Ruhrgebiet da ja manchmal so aussieht, nicht? Nein, deswegen sagen viele, Heimat, nicht, ist deutsch, nicht? Das deutsche Volk, das ist Heimat. Da, wo man dieselben Lieder schmettert. Aber wie sieht denn das deutsche Heimatlied aus? Hören wir doch mal rein. Hoch auf dem gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn, Felder, Wiesen und Auen, goldenes Ehrengold. Ich würde so gerne noch schauen, aber der Wagen, der rollt, ist das Heimat, wo immer der Wagen rollt, ne? Nee, das ist keine Heimat. Guck mal, da sitzt eine arme Sau, ne, auf dem gelben Wagen, aber bei der Post als Auslieferer, ne, und kann nicht einmal anhalten. Das finde ich scheiße, nicht? Oder es klappert die Mühle am rauschenden Bach, klipp, klapp. Ne? Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach, klipp, klapp. Ist das Heimat? Ne? Rund um die Uhr im Job, immer am Schuften, immer am Arbeiten, keine Zeit für die Familie, kein Wochenende, immer im Dienst der Wirtschaft, immer im Hamsterrad. Wenn er dann abends ins Bett fällt, da muss der auch noch 30 Zentimeter lang sein. Ist das Heimat? Wenn Sie mich fragen, ja. Deswegen sage ich, ne? Cool down, Leute. Komm, lass es bleiben. Make love, not value. Ein berühmter Kapuzinermönch hat mal einen sehr klugen Satz gesagt. Heimat entsteht in der Fremde. Deshalb sage ich immer zu meiner Frau, man weiß erst, wie schön es zu Hause ist, wenn man öfter mal fremd geht. Aufhören, Herr Becker, aufhören, Herr, komm, hör auf. Becker, boah, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Schluss, aus, kann ich Feier machen. Ich kann nicht mehr, du. 90 Minuten Mitternachtsspitzen am ungeschnittenen Stück, das ist einfach zu viel für mich. Dann dieser Gestank hier im Saal. Riecht ihr das auch?
Das ist der Mief der Mottenkiste, aus dem der Bäcker dieses unsäglich hässliche Kostüm gekramt hat. Jahrzehntelang habe ich dafür gekämpft, dass der falsche Prophet der Immis und Heimathirsche in ewigen Ruhestand versetzt wurde. Jetzt taucht er ausgerechnet heute wieder auf. Herr Bäcker, wir feiern ja einen Geburtstag und nicht die Auferstehung von den Toten. Aber Entschuldigung, wollte heute Abend eigentlich kein böses Wort verlieren. Geben kann. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mich im Namen des Westdeutschen Rundfunks, der zuständigen Sendeleitung und der in der Regel zwangsverpflichteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Sendung in aller Form zu entschuldigen. Zu entschuldigen für Sendezeitverschwendung und Gebührenmissbrauch. Und zwar aus aktuellem Anlass, zuerst bei all den Tausenden, Hunderttausenden Menschen, denen wir in den vergangenen 30 Jahren so viel Unrecht getan haben. Ja, ich meine die Bewohner der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Ihr, liebe ostdeutschen Brüder und Schwestern, ihr seid das Volk. Ihr seid das Volk, das wir in dieser aus schamlosen Lügen gepressten Sendung immer wieder verbummfiedelt und verhunepippelt haben. Und warum? Weil wir nicht zugeben wollten, dass wir uns geirrt haben. Als wir damals zusammen mit David Hasselhoff und den Scorpions die Mauer zu Fall gebracht haben, da glaubten wir tatsächlich, wir täten euch, liebe Ex-Ossis, einen Gefallen. Heute wissen wir, das war ein aus Ahnungslosigkeit und Ignoranz halluzinierter Selbstbetrug. Denn kaum wurde 1989 nach einer Mitternachtsspitzensendung die Grenze geöffnet, wurde das Land der fleißigen Arbeiter und braven Bauern geflutet mit all dem Schmutzwasser der westlichen Dekadenz, das in den Kloaken des westdeutschen Kapitalismus seit Jahrzehnten vor sich hinfaulte. Westfernsehmacher und Pornoshop-Betreiber, Gebrauchtwagenhändler und Immobilienhaie, abgehalfterte Politiker und immersatte Spekulanten, sie alle sind eingefallen in eure blühenden Landschaften und haben eure Industrie, eure Kultur und eure Fußballvereine in Grund und Boden getrampelt. Das haben wir nicht gewollt. Wir Idioten, wir dachten damals doch ahnungslos, wie wir waren. Der antifaschistische Schutzwall sei gebaut worden, um die DDR und ihr Volk vor den Revanchisten und Faschisten der BRD zu schützen. Heute wissen wir, es war genau andersrum. Oh, Verzeihung. Doch wieder so einen blöden Witz gemacht. Ja, doch wieder so blöd. Ja, ja, ja. Aber er ist wirklich der allerletzte. Man muss sich auch nicht über alles Elend in der Welt lustig machen. Deswegen entschuldige ich mich hier auch bei all den Großen der deutschen Politik, bei all den politischen Eichen, an denen wir Wildsäue uns hemmungslos gewetzt haben. Karl-Heinz Funke, Ignaz Kiechle, Philipp Rösler, um nur die Größten zu nennen. Und natürlich den größten Vorsitzenden in Deutschland jemals hatte, Rudolf Scharping. Ja, hätten wir seinerzeit gewusst, was für Tränen nach Poolplanscher Scharping auf dem SPD-Vorsitz landen würden, da hätten wir ihn doch niemals vom Rad geholt. Der Rudi hat als Kanzlerkandidat 1994 fast 37% geholt. Und heute steht die SPD in den aktuellen Umfragen mit 16% hinter der AfD mit 17%. Alles unsere Schuld. Sieht ganz so aus, als hätten wir in den Mitternachtsspitzen in den letzten 30 Jahren immer die falschen Gäule zu Tode geritten. Denn was haben wir erreicht? In Berlin verschimmelt eine große Koalition aus Not und Elend. In Düsseldorf hockt die FDP in einer schwarz-gelben Regierung. Und über die ostdeutschen Bundesländer wollte ich ja nichts mehr sagen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben versagt. Wir sind gescheitert. Deshalb möchte ich Ihnen, die Sie wieder einmal die Fernbedienung verlegt haben und immer noch zuschauen, Ihnen allen möchte ich von ganzem Herzen danken. Danke für Ihre Geduld, Ihren Großmut, Ihre Leidensfähigkeit. Sie haben uns trotz allem nie im Stich gelassen. 30 Jahre, 350 Sendungen, 15.000 Sendeminuten. Sie und wir gehören doch zusammen. Das spendet Trost, das macht Mut, das gibt Kraft, auch in Zukunft weiterzumachen. Und ich verspreche Ihnen hoch und heilig, wir machen weiter. Und zwar genauso wie bisher. Die Welt steht am Abgrund, ein Sturm tief zieht auf, die Menschen verwirrt und verdammt miese drauf. Doch da kommt der Retter, der Frohsinnsprophet, und spricht für uns alle sein Narrengebet. Hier im Wachtesaal, hier
im Wartesaal, hier im Wartesaal. Der Saal ist erleuchtet, die Lampen sind an. Hier knallt eine Charge, da ampelt ein Mann. Die Blender entzaubert, die Rösser getäuscht. Hier werden die Vögel von Krähen gescheucht. Hier im Wartesaal, hier im Wartesaal, hier im Wartesaal. Es tanzen die Irren, die Bierbank vibriert. Der wütende Wahnsinn als Jux inszeniert. Doch am Ende, da rappelt's, da brennt der Karton. Und es gibt auf die Fresse, denn es gibt kein Pardon. Hier im Wartesaal, hier im Wartesaal, hier im Wartesaal. Und jetzt alle! Hier im Wartesaal, hier im Wartesaal, hier im Wartesaal. Das, meine Damen und Herren, waren 30 Jahre Mitternachtsspitzen, die Jubiläumssendung. Mitgewirkt haben Tobias Mann, Martin Singsheim, Richard David Precht, Caroline Gebekus, Lisa Eckhardt und Oma Sasam, Herbert Knebel, Susanne Petzold, Wilfried Spickler und Herbert Knebels Affentheater. Die nächste Sendung ist am 13. Oktober 2018. Bleiben Sie uns treu, machen Sie klug in der Fernbedienung, denken Sie immer daran. Nichts ist so schlecht, denn die Luft für irgendwas gut ist. Tschüss zusammen.